Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Halo 5 auf legendär. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und ich hoffe, ihr auch. Ich habe gerade in den Optionen gesehen, beziehungsweise in dem Ladescreen, dass hier irgendwo ein Schädel definitiv versteckt sein soll. Wir werden ihn zusammen suchen, klar. Eventuell im Livestream, falls ich ihn jetzt nicht finde, gehen wir hier mal gemeinsam durch und gucken mal, ob wir die Schädel finden. Die Tür ist fest verschlossen. Okay. Bloßfelder Sicherheitsstation. Muss abgeriegelt sein. Kann man was tun? Die Artemis kann Blutsfiltersysteme analysieren. Vielleicht können wir so die Tür überbrücken. Ist das Artemis-Ding eins deiner alten MND-Spielzeuge? So ähnlich. Ich konnte Commander Palmer davon überzeugen, uns mit Prototypen auszustatten. Ich hab gedacht, hier wäre ein Schädel versteckt, aber nicht die Mission. Okay. Mal sehen. Das sollte reichen. Ja, okay, dann war der Schädel auf jeden Fall nicht da. Schade. Mal hier alles untersuchen, ne? Wer weiß, was sie hier finden. Tut mir leid, falls ich das Let's Play in die Länge ziehe. Aber ich liebe Halo. Irgendwo muss hier auf jeden Fall irgendwas sein. Komm, das ist doch dazu prädestiniert, dass hier irgendwas versteckt ist. Wenn ich ein Schädel wäre, würde ich irgendwo ganz weit oben sein. Ah, ich glaube, da so weit hoch kommen wir nicht. Tür ist offen. Die Artemis hat's gebracht. Locke, hör dir das an. Sie greifen die Rückseite des Tempels an. Bringt den Kraken. Bringt ihr was? Den Kraken? Da ist der Crack. Position halten, wir brauchen mehr Zeit. Joel verzweifelt wohl. Was? Hast du gelernt, Sangheili zu sprechen, Vale? Als Kind war ich für 6 Monate in einem diplomatischen Shuttle eingesperrt, das im All gestrandet war. Also nutzte ich die Zeit, um mich weiterzubilden. Ist das ein Schädel? Sieht schädelhaft aus, aber. Glaube ich, eine Pflanze. Okay, wir kommen noch zurück. Alles gar kein Problem. Aber hier scheint auch nichts versteckt zu sein. Na gut. Oh Gott, das. Abscheulichkeit aufheben. Ist das nicht dasselbe? War da jetzt ernsthaft eine Waffe versteckt? Okay, da ist nichts. Ich wollte es wenigstens mal getestet haben. So, okay. Das ist doch genau dasselbe, oder nicht? Das ist dasselbe Da ist der gewesen. Kraken. Nur mehr Munition. Position halten, wir brauchen mehr Zeit. Joel verzweifelt wohl. Wo hast du gelernt, Sangheili zu sprechen, Vale? Als Kind war ich für 6 Monate in einem diplomatischen Shuttle eingesperrt, das im All gestrandet war. Also nutzte ich die Zeit, Ja, um ja, mich ja. weiterzubilden. Es ist nicht dieselbe Waffe, andere Namen. Na gut, jetzt können wir es nicht mehr prüfen. Wir haben irgendeine versteckte gute Waffe gefunden. Okay, gut, nehme ich gerne an. Wieso nicht? Kommen wir da irgendwie hoch? Das ist hier die Frage. Alter, mach keinen Scheiß. Ah, ich glaube nicht. Nö, lass uns weitergehen. Na gut, wir haben eine Abscheulichkeit gefunden. Wieso nicht? Kann man ja gerne machen. Wir suchen noch mal ein paar Datendisks oder so ähnlich. Also hier könnte überall sowas versteckt sein, aber ich will halt. Dartback. Ich will halt nicht googeln. Bewegt euch. Horsey ist direkt vor uns. Das Signal weist die gleichen Muster auf wie vorherige Nachrichten, wenn man sie überhaupt so nennen kann. Das würde ja Kommunikation implizieren.
Vielmehr handelt es sich dabei um Echolotung. Ein Signal, das von Blutsväter-Artefakten zurückgeworfen wird. Eine Kartierung. Auf der Suche nach... ich weiß nicht was. Was glaubt sie finden zu können? Das war Halsey. Was suchen die? Okay, schön. Hoffentlich kriegen wir noch ein paar mehr Infos davon. Befreien Sie Dr. Halsey. Wieso sollen wir sie jetzt befreien? Sie ist doch eine Verräterin, dachte ich. Unser Ziel ist auf der anderen Seite des Schlachtfelds. Passt auf den Kraken auf. Die Allianz versucht damit, durch die Linie der Prometaner durchzubrechen. Ich will nicht zwischen die beiden geraten. Heilige. Was? Wer baut denn sowas? Und ist da hinten jemand? Okay. Wir müssen gucken, wie wir laufen. Eventuell könnte das problematisch hier werden, weil wir auch getroffen werden. Gerade auf legendär. Okay. Und Deckung zu Deckung laufen wir am besten. Shit. Okay, okay, ich hab's verstanden. Wir werden von allen möglichen angegriffen, wir müssen wahrscheinlich da hoch. Ach, ich lebe noch, Leute. Ich lebe noch. Das Bug stirbt, ist mir scheißegal. Ich lebe. Okay. Dachte, ich hätte eigentlich die Musik leiser gestellt. Aber egal. Wir lassen sie kämpfen, glaube ich, am besten, ne? Nein, falscher Knopf. Ah! Das ist nur eine Deckung. Okay. Oh, oh. Oh, und da wurde ich von der Seite getroffen. Leute! Schnell! Ja, schon okay, ich sehe schon. Jetzt kommt der nächste Idiot. Vale, willst du auch nochmal? Okay. Wir müssen uns hier durchboxen. Oh Gott. Ja. Wow. Super. Danke. Oder wir töten halt wirklich alles. Was natürlich dauern könnte. Was bist du? Streugewehr. Was für ein Munitionstyp bist du? Genau die gleiche. Es ist eigentlich genau dasselbe, nur irgendwie fasst die vielleicht mehr Munition. Ach du Scheiße, sie sind überall Gegner. Einer weniger. Wir müssen uns da durchboxen. Noch so eine Sau. Ist offen? Nein. Shit, das wurde doch getroffen. Ja, ich kann mich jetzt da nicht hinwagen. Wir sind umzingelt. Aber sein Schild bleibt unten. Es regeneriert sich nicht. Da ist ja noch einer. Und tot. Okay, der war schon nicht mehr so fit. Uiuiuiui. Okay, kurz warten, kurz warten. Ist der Weg frei? Natürlich nicht. Oh, was war das denn? Was? Das Ding hat sich aufgelöst. Ich weiß, dass du da bist. Wow, Dude! Kraken zieht sich zurück. Die Abwehrmaßnahmen der Blutsväter hält er nicht aus. Sehr schön. Soll er sich zurückziehen? Ist das ein Lied da hinten? Was zum Teufel? Hä? Wieso hat es plötzlich jetzt keinen Schaden gemacht? Egal. Jo. Sollen wir da hoch?
Huch! Coole Nummer! Der kann sich porten. Also so kleine Strecken, aber... Zwar nicht so krass wie die Springer, aber trotzdem. Der kann sich porten. Ist ja gut, ihr beiden. Beruhigt euch doch mal. Ich würde da gerne hoch. Sehr gerne sogar. Versuch mal hier auf den Stein zu klettern. Und dann gucken wir, was es hier so Schönes gibt. Nichts? Halte ich für ein Gerücht, dass da nichts ist. Aber gut, gehen wir weiter. Ich weiß, wir kommen nur immer langsam voran, aber dafür untersuchen wir die Gegend und genießen das Spiel. Wo ist er? Na super. Okay, die Gegner sind nicht so krass. Das sind Geschütze. Wie kommen wir da ran? Ja, Bug, das geht mich jetzt gerade nichts an. Das tut mir leid. Wir boxen uns vor zum Geschütz. Okay. Seit wann könnt ihr reden? Das ist mir neu. Okay. Der muss eine gute Waffe haben, sonst bin ich am Arsch. Oder ich gehe einfach zum Geschütz und mach sie damit alle kaputt. Weil es nicht so einfach wird. Ach, hier hinten hätten wir auch lang gehen können. Oh. Das werden wir gleich mal untersuchen. Erstmal machen wir die Typen hier platt. Ich habe keine Munition. Mist. Müsste eigentlich das Geschütz nehmen. Was kann ich nicht, wenn die Penner da sind? Ach, einfach ausweichen. Oh nein, das Geschütz. Leute! Also, sie kommen. Beeilt euch bitte. Ach Gott. Ja, wow. Egal. Egal, Freunde. Ach komm, nee, ne? Okay. Wurzeln wir sie weg. Jetzt reicht's. Könnt ihr mal sehen, wie ich hier schnell durchlaufe? Ach, der ist schon tot. Crichton, zieht sich zurück. Die Abwehrmaßnahmen der Blutsfilter hält er nicht aus. Komm her, Dude. Wo bist du? So, irgendwann reicht's auch, ne? Ich meine, wir hatten ein bisschen Spaß. Alles ist gut. Okay. Ich dachte, wir können ihn damit töten, aber wir können nur von hinten kommen. Leute? Komm her. Schlag dich zusammen. Oder auch nicht. Na gut. Wir müssen uns wieder zum Geschütz durchboxen. Das ist ja gar kein Problem. Kommen wir hier lang? War ein Versuch. Shit. Okay, sorry. Ich sollte nicht so failen. Das gehört sich nicht für einen Halo-Spieler. Na gut. Wir haben ein bisschen was gelernt. Ne? Gut. Crichton, zieht sich zurück. Die Abwehrmaßnahmen der Blutsfilter hält er nicht aus. Okay. Da ist irgendwo einer hinter mir. Ups, ich habe eine Granate geworfen. Ich wollte schlagen. Haha, Bug. Wer schießt denn da noch auf uns? Hat der Typ da hinten? Na gut, da können wir jetzt nichts machen. Aber wir können Bug reanimieren, glaube ich.
Ach, wir kriegen ein Schild. Ah, wenn wir sie wiederbeleben, kriegen wir ein Schild. Das kann man taktisch nutzen. Erstmal schön ducken. Der Typ ist immer noch da hinten, aber... Das Geschütz ist weg, Mist. Ich komm nicht an das... Alter! Bist du verrückt? Nimm mir doch nicht meine Deckung. Das sind ziemlich viele da hinten, ne? Na komm. Einer weniger. Dann geht natürlich dezent die Munition aus. Kann dem mal jemand helfen? Ich werde das bestimmt nicht tun. Habe ich noch eine Granate? Habe ich nicht. Jetzt habe ich noch eine Granate. Können wir ihn da rauslocken? Wir können ihn auch einfach treffen. Okay, ich glaube, der ist aggressiv jetzt geworden. Aber er ist tot. Es sind aber nicht mehr viele da. Nein! Das ist jetzt... Oh. Das ist nicht... Oh Gott! Das... Oh nein! Nein! Das ist nicht jetzt wirklich passiert, ey. Gott verdammt, aber ich weiß ja jetzt, wo Munition ist. Und wir müssen Granaten auf jeden Fall sammeln. Kraken zieht sich zurück, die Abwehrmaßnahmen der Blutsväter hält er nicht aus. So, ich bin jetzt gerade ein bisschen am Konzentrieren, damit ich die jetzt richtig fertig machen kann. Und dann sind wir gleich hier durch. Ach, der Kraken. Hallo. Mach das. Ich kämpfe mich mal hier so ein bisschen durch. Oh. Ach da, die prallen an ihm ab. Der hat eine Rüstung. Wir müssen auf seine Schwachstelle in der Mitte treffen. Damit er keine Rüstung hat. Ach, das bist nur du. Okay, liegt überall Munition für mich rum. Sollte man vorher definitiv sammeln. Und das Geschütz vielleicht aufheben. Okay. Es zielt in den Bogen. Er hat sein Geschütz verlassen. Perfekt. Können wir den von seinem Geschütz auch noch wegholen? Ah, schade. War doch überall Munition. Wir machen heute auch ein bisschen länger, weil ich gerade gefehlt habe. Habe ich gerade mal so übernommen. Naja, gut. Hier liegen zwar überall Waffen rum. Aber egal. Na komm, bitte. Könnt ihr den Typen mal aufhalten? Das wäre echt nice, danke. So. Ich will da wieder hoch. Das war eine sehr gute Ausgangsposition für mich. Nein! Ach, komm. Jungs!
Dankeschön. Was zum Teufel? Was war das für eine Aktion? Ah, ich habe keine Granaten mehr. Ich darf jetzt nur nicht sterben. Dann ist alles gut. Keine dummen Fehler mehr. Das war's mit ihm. Und das war's mit ihm. Okay. Gesichert. Wie cool sie ist. Gesichert. Die Dama sind irgendwo in diesem Gebäude. Wenn wir alles richtig machen, bringen wir unser Ziel sicher nach Hause und besiegen die Allianz. Alles auf einen Schlag. Okay, lass uns reingehen. Kann nur schieflaufen. Was damals Autorität geschadet haben, als sich die Prometheaner gegen ihn wandten, hat ihm Anhänger gebracht, als er sich als Blutsvaterprophet aufführte. Julem Dama ist ein Opportunist, kein Anführer. Es war nur eine Frage der Zeit, bis seine Version der Allianz zerbrechen würde. Wenn du mich fragst, könnte sie noch etwas schneller zerbrechen. Wir sind nah an Horsys Position. Ist das der Rückweg? Bitte. Bitte sei noch offen die Tür. Ach Mist, da war doch dieses Datenpaket, ne? Naja, wir holen uns das ein andermal. Ich habe Scans neuer Blutsfelderglyphen erhalten. Eine davon ist völlig neu. Ich habe die andere durch das System gejagt und dabei entdeckt, dass sie die gleiche Form hat wie ein uraltes Sengheili-Symbol. Es bezieht sich auf einen Dämon, der in der Erde ruht und nicht geweckt werden darf. Noch ist unklar, was das mit dem Signal zu tun hat. Ein Dämon unter der Erde? Der aus dem Trailer? Shit, ich würde am liebsten zurückgehen, ne? Wieso kann man nicht zurückgehen? Was soll das für eine Scheiße? Oh Mann. Mist. Dreckstür. Ne, was soll's. Ihr wisst ja, wo das Datenpaket ist. Ich hab's euch ja gezeigt. Ihr könnt es selber suchen oder ihr wartet, bis ich es dann mit euch im Stream hole. Springer! Sogar die neue Variante, wie die auf U-Bahn. Feuer auf die beschädigte Panzerung. Ach du Scheiße. Okay, der hat hinten eine Schwachstelle. Wir haben es gerade gesehen. Und auf seinem Kopf. Auf seinem Kopf und auf seinem Rücken. Okay. Beim Anvisieren, Feind drücken, um Ziel zu markieren. So. Ah, ich kann sie markieren. Ich kann die Feinde markieren. Okay. Den da. Ah, das ist natürlich interessant. Wir haben hier genug Munition. Wie die da einfach reinrennen. Wie krank seid ihr denn? Lass sie nicht zu Horsey durch. Wir brauchen sie lebend. Das heißt, die Prometheaner wollen Horsey? Warum? Komm, ich sehe doch den Rücken. Alle am Arsch, okay. Kein Problem, ich mach's alleine. Bitte nicht, bitte nicht. Nicht jetzt, wo ich kein Schild habe. Okay, der ist tot. Finde ich cool. Also cool designt mit der Schwachstelle, muss ich schon sagen. Ah nein, es kommen noch mehr. Ich muss wieder nach oben. Diese leuchtende Stelle, er ist verwundbar. Schieß darauf. Hab ich doch. Als wenn ich nicht selbst drauf gekommen wäre. Der ist kaputt. Ist noch ein Springer übrig, ja? Easy. Alles klar. Keine Gefahr mehr. Wir nähern uns Horsey und Jewel.
Kein Schädel in Sicht. Schade. Ich habe ja gehofft. Aber es scheint nichts zu sein. Gut, dann halt nicht. Meine Jungs kommen langsam wieder. Hallo, schön euch zu sehen. Na gut, Freunde, bevor es jetzt weitergeht, würde ich sagen, beenden wir hier die Folge. Es tut mir leid, dass ich am Anfang so gefehlt habe. Keine Ahnung, was das sollte. Einfach in den Abgrund zu springen. Wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Folge auf LinkedIn wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Oh, was geht denn hier ab? Keine Ahnung. Tschüss.